22.50 Uhr, 24. Juni. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Und weil die Musik scheiße ist. Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. Ja, Hase, nicht schlecht. Yeah, nice one. Quicktime-Events. Es wird super. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Kolumbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Kolumbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. Oh, Flyer nehmen oder Karte? Ich nehme Flyer. Gab es eine Wegbeschreibung im Flyer? Nein, nur ein Fake-Fest mit Fake-Kindern um ein Fake-Lagerfeuer. Hast recht. Alles okay? Ja, alles gut. Nach vorne. Hey, Augen auf die Straße, Mister. Oh! Oh. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Und damit Hallöchen ihr, der Nale 4 und herzlich willkommen bei The Quarry. The Quarry, irgendwie so. Ja, einem neuen Horror-Survival-Game mit tonnenweise Entscheidungen, noch mehr Quicktime-Events und ich bin sehr gespannt, worum es geht. Ich habe mir nichts gespoilert und würde sagen, ich lasse es einfach auf mich wirken. Der Anfang war schon gut mit irgendeiner freaky Geistermutti hinten im Auto und ich hätte beinahe was überfahren und bin jetzt hier mitten im Nirgendwo im Wald auf dem Weg eigentlich zu irgendeinem Camp. Hör mal und schauen wir mal. Mit WSD kann ich mich bewegen. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Akt hier. Erstmal umschauen.
Was haben wir denn hier? Den Kofferraum? Aber ich muss zum Kofferraum, okay. Also. Herumschnüffeln. Rejected. Max. Wurde abgelehnt. Wieso hast du nichts gesagt? Irgendeiner Uni? Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens vor. Überall ist besser als hier. Bewege dich mit WASD. So. Können wir da noch was machen? Huh! Okay. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Über mich. Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal! So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich muss mich wirklich konzentrieren okay, hier. Okay, ja. Ich denke, jemand ist da unten, okay? Was ist? Vielleicht ein Verletzter. Ich muss mir das ansehen. Ja, genau. Geh gucken. Ja. Ja, das war abzusehen. Gott. Ja, typischer Abgang hier, ne? Böschung und alles. Okay, also mit WASD laufe ich. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich ein wenig schneller laufen. So. Oh, da leuchtet was. Was haben wir denn da? Ich drücke Q zum Ansehen. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile her zu sein. Und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Okay. Freakshow, 1 von 9. Ist es das erste Kapitel? Kann es das sein? Geschichte der Hacketts. Also gibt es 19. Also hier in diesem ersten Teil gibt es 9 Sachen zu finden. Geschichte der Hacketts. Geschichte des Camps. Okay, also es geht in ein Camp. Und mehr nicht. Also ein Sammelsurium. Okay. Und dann schaue ich doch nochmal genau um. Wenn es so Sachen zu finden gibt, ne? Alles mitnehmen. Oh, da ist was. Okay. Eine Entfesselungskunsttruhe. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehörte sie einem Entfesselungskünstler? Ein Relikt
eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Okay. Das steht da einfach alles rum. Gut. Akzeptiere ich erstmal so. Aber es dürfte ja dann auch gar nicht so lange her sein. Das Plakat sah ja auch noch recht frisch aus. Also nicht so alt, besser gesagt. Und da ist irgendwie noch so ein zweites Ding, was ich mir vielleicht zu diesem Plakat, ne, und so freispielen muss. Okay, cool. Dann geht's weiter. Frohnheiter. Hier lang, haben wir da noch was? Irgendwas Tolles? Oh ja. Was zur Hölle? Silas? Ein kaputter Käfig. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen. Ist das Wolfskind? Irks. Echt merkwürdig. Hey, ein Wolfskind. Das ist so ein Freakshow-Zirkus. Nice one. Cool. Ähnlich wie hier bei American Horror Story. Ich glaube, zweite Staffel mit dem Zirkus. Was? Zweite Staffel, dritte Staffel? Auch mega geil. Oh, ja, ist okay. Ma'am? Oh, Junge. So. Geht's hier weiter? Nee. Da. So, ich bei der Wegfindung, ne? Man kennt's. Silence. Wir haben gewispert. Oder es ist so ein freaky Freakshow-Zirkus in Kombination mit Blair Witch Project. Elementen. So Hexen und so ein Scheiß. Aber ich glaube, es ist eher so diese Freakshow-Nummer. Zirkus. So Zwergen werfen. Dreiköpfige Frau mit Bart. So hat eine Richtung. 100 Pro. Oh, da war was. Da war was im Schatten. Da war was. Bitte. Bitte, nein. Wo sind sie? Silent. Silent. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Lauf, Mädel, raus da. Ast und Wurzel im Wald. Das ist der typische Klassiker. Was schreist du so? Was? Oh mein Gott. Was zur Hölle war das? Auto. Schnell.
Weiß nicht, ja, gute Idee. Max. Rein da. Hast du es gesehen? Nein, aber was gehört? Lass uns verschwinden. Ja, raus da. Komm schon. Komm schon! Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles. Hase, ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am Ausrasten. Ist bestimmt ja, nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war eine Laura, Frau. Das bringt nichts. Hörst du? Gut. Wer sagt's denn? Alles gut. Siehst du? Bring uns einfach weg von hier. Max! Ich bin dran. Ja. Alles wird gut. Ja. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Oh Gott. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Warte mal, das ist doch der Typ aus Herkules. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Der guckt auch nochmal nach. Oder hilft uns schieben? Nein? Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist? Okay, Tutorial. Quicktime Events. Es gibt Tutorials. Komm, lass sie mal angucken. Quicktime Events. Safety Tip Number One. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst. Aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Okay. Also, gut. Und Weg unterbrechen. Was ist unterbrechen? Interrupts. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Okay. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Weil ich das Handy aufgefangen habe, ne? Ja, okay. Und dann gibt's noch Weg gewählt. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Finde ich cool erklärt, muss ich ehrlich sagen. Finde ich mega nice erklärt. Okay, also, erst Entscheidung treffen. Gut. Ja, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Okay. Mutter laufen lassen. Sir? Wirkt beunruhigt.
Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Aber so richtig. Das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? ja, ich bin nicht kriminell. Aber hilft, das ist nett. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Okay. Eine Nacht zu früh. Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Das ist ja gruselig. Was ist das? Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay. Das ist gruselig, das ist super unangenehm gerade. Super unangenehm. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Okay, gut. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Der weiß 100% darüber Bescheid, ne? 100% weiß der was. Wieso sitzt der Kerl noch da? Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... war es Blut? Hat er denn Blut da? Kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja. Wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf. Ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick.
Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Schön. Was? Ah. Ah. 20 ist... Ja. Diskutabel. Freundchen. Ah, ja. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Ja, schön, okay. Seit 1953 gibt's das. Halb eins, 25. Juni. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier Max, raus. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Hey, sehe ich mich mal um. Da ist die Tür. Ich gehe erstmal außen rum. Ich hoffe, man kann es gut erkennen hier. Endlicht, ne? Das ist cool gemacht hier. Was ist auf dem Parkplatz denn so schönes los um die Zeit? Bevor ich hier gleich an diese Tür klopfe. Da unten liegt was. Schön. Und da hinten ist ein creepy Durchgang. Eine Karte. Fireplace, Treeward, Treehouse, Boathouse, Carpark, da bin ich. What doesn't kill you makes you stronger. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Auto. Geh mal zum Auto. Schau dir das mal an. Okay. Hier ist nix. Da gibt's noch was. Hey, fahren wir los? Nein, tun wir nicht. Ich möchte gern da hinten diese creepy Gruseltür noch untersuchen. Die sieht sehr einladend aus. Bunker. Der gut abgesperrt ist. Warum will die immer Hilfe holen? Vielleicht repariert er da nur irgendwie was. Hör mal. Ganz im Ernst, Mädel. Max, komm mal her. Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt?
Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Und wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Oh, bitte nichts ins Auge stechen oder sowas. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Was bringt mir der eher was? Ich würde sagen, mit dem Hammer das Schloss wegknüppeln. Weil mit dem Schraubenschlüssel, da war ein Voreingeschloss dabei, deswegen Hammer. Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Da wird Hilfe gebraucht. Wow, das war super laut. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Hätte gern gewusst, was oben bei der Eingangstür gewesen wäre, ne? Du kennst Evil Dead, oder? Klassiker. Schön. Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Doch, den Hammer, genau. Nimm doch den Hammer. Warum lässt ihr den denn da liegen? Geh zurück und hol den Hammer. Was machst du? Ich sehe mich hier nur um. Oh Mann, dann lass es halt. Ian. So heißt mein Sohn. Der spielt ja auch mit. Ian, es war von einem Wolfskind die Rede. Wolfskind, bist du hier? Es könnte auch alles umfallen, ne? Mich instant killen. Bam, direkt tot und da war es das. Ein Halsband, ne? Okay, ein blutiges Halsband. Geschichte des Camps. Ah, das ist querbeet durch hier, was du findest. Ah, cool. Okay, Ian steht da drauf. Dieses blutige Halsband ist zu groß für einen Hund. Und wer würde seinen Hund schon Ian nennen? Ups. Oh, Junge. Max? Alles verstellt, also hier runter. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Oh! Was? Fuck my life.
Gott, bin ich erschrocken. Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich blute stark. Der Film? Na, no, hilf mit, Max. Alter, was für ein geiler Anfang. Mega. Schön. Übrigens groß der Mond. The Quarry. Schönes Intro. Sehr geiles Intro. Mega. Kind, herzlich willkommen. Ja, hi. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wir sind doch jetzt Freunde. So hätte sie Karten. Such weiter. Nur du kannst sie finden. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja, danke. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Prolog, Errungenschaft. Cool. Kapitel 1. Hackett's Quarry für immer.
und so. Sehen uns, Kids. Yeah, Hackett's Quarry für immer. Yeah, auf jeden, gönn dir. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Ach, komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, ich hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist so viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Hey. Ja, schöner Anfang. Gut, lass mal gucken. Wege, was ich hier bis jetzt hier schon so habe. Laura und... Ey, das sind VHS-Kassetten. Die mal krass. Wie geil ist das denn? Okay, Laura und Max. Das finde ich super geil gemacht. Okay, Laura versucht Max zu helfen, nachdem er im Sturmkeller angegriffen worden war. So, ich will zurück. Okay. Liebe auf den ersten Schreck. Durchlebe die vielen Drehungen und Wendungen junger Liebe und finde raus, wie viel eine Beziehung aushalten kann. Okay. Das war mein Weg. Und ich bin sehr gespannt, ob das noch weitergeht. Oder nochmal drauf zurückgegriffen wird. Über dem Gesetz. Nur über meine Leiche. Ein Schuss im Dunkeln könnte dich noch lange verfolgen. Der lange Arm des Gesetzes bekommt eine immer größere Reichweite und es liegt ganz bei dir, ob am Ende eine Waffe oder ein Friedenszweig hält. Okay, Laura sagt im Kopf die Wahrheit über den Unfall auf der Straße. Gut. Mehr habe ich noch nicht. Hinweise. Haben wir das gefunden? Beweismaterial? Nichts. Jacob ist er hier. Jetzt momentan in der, in dem Abschnitt. Camp, okay, Camp Lodge. Die Lodge ist der zentrale Treffpunkt im Hackett's Quarry Sommercamp. Hier essen die Camper zusammen und nehmen an Kursen und Indoor-Aktivitäten teil. In diesem Gebäude befindet sich außerdem unsere Krankenstation, wo etwaige Beulen und Schürfwunden behandelt werden. Ich bin hier mit Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick und Ryan. Jod. Campinghütten. Die sind da oben. Unsere Camper schlafen gemeinsam unter Aufsicht unserer hilfsbereiten Betreuerinnen und Betreuerinnen und Betreuer in den Hütten. Der große Baum in der Mitte der Hütten symbolisiert das Wachstum all unserer Camper in Hackett's Quarry und ihre Entwicklung zu abenteuerlustigen Hackettieren. Schön. Und Abigail ist hier die Camp-Mutti, Erzieherin oder Camp-Betreuerin, besser gesagt. Tarotkarten. 0 von 22. Ich bin mir ziemlich sicher, in der Hütte oben beim Eingang hätte ich eine finden können. 100 pro. Okay, sehr schön. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, wie es hier dann weitergeht. Ja, soll ich die Cam anlassen dauerhaft, um mir eventuell irgendwelche Cutscenes versauen, was ich ungern machen möchte. Oder dauerhaft auslassen wegen mehr Atmosphäre. Aber dann sieht man nicht, wenn ich mich irgendwie hier live einkacke vor lauter Schreck. Weiß ich noch nicht. Und ich switch halt immer wieder, wenn es halt so hin und her geht. Aber ja, mal gucken. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.